Reh, Topinambur. Senf. Soja. Nee, oder? Sellerie, Apfel. Hä? Wir wussten auch, da drüben kommt auch kein schwacher Löffel. Dann war wirklich der Fokus, wir kochen jetzt einfach einen geilen Löffel und schauen, was passiert. Das ist jetzt die ausgelassene Nussbutter hier. Die werde ich gleich mit unter das Topinambur-Püree mixen. Das bringt noch so einen Umami-Flavor. Das ist halt dieser oberrunde Geschmack. Nussbutter ist das Erste, was ich gelernt habe bei Frank Rosin. Immer Nussbutter. Ja. Und da halte ich mich dran. Und es hat mich ins Finale gebracht, die Nussbutter. Ich hätte eh nie gedacht, dass ich so weit komme. Jetzt kannst du das Ding eigentlich auch gewinnen. So. Du kriegst eine eigene Straße in Hattingen. Genau. Die Knusperallee. Die Knusperallee. Tunesische Knusperallee gibt's dann. Jeder, der in das Finale kommt, ist eine Konkurrenz von mir. Semi ist ein Profi, ich bin ein Hobby. Und er hat mehr Erfahrung. So, das kann schon ein Nachteil für mich sein. Das ist, was wir nach 90 Minuten wissen werden. Es dauert mir alles viel zu lange mit diesen scheiß Chips. Würde schneller gehen. 60 Minuten habt ihr noch. Ah, ruhig. Wir hatten definitiv einen Plan fürs Anrichten. Also wir haben uns gesagt, dass wir 70 Minuten kochen werden. Läuft. Und dass wir 20 Minuten alleine fürs Anrichten brauchen werden, bei der Menge an Löffeln. So in einer Viertelstunde schmeißen wir das Reh rein. Ja. Ich habe den Ofen auf 75 Grad stehen. Damit es langsam zieht. Uns war klar, dass das wirklich das Letzte ist, was draufkommt auf dem Löffel. Und nachher einfach noch mal in so nach Wacholderbutter. Wir müssen eine Startzeit, eine halbe Stunde am Vorende fertig sein. Ja. So, wir haben da noch. Alles gut, Gary. Kümmere dich noch nicht um die Zeit. Kümmere um die Soße. Die kocht jetzt gut. Ihr habt das irgendwie vorher bei Roland erlebt, wie er mit ihm gekocht hat, ja? Und hab mir gedacht, boah, das wird eine Challenge, ja? Ah, shit. Ich mach die Zwiebeln. Ja, okay. Alles gut. Wir brauchen nur auf jeder Löffel so zwei oder so, zwei kleine. Und auch noch Mango. Die schneide das ich Mango? So. Nein, wir haben Birne. Oh, Birne, schön. Barry, konzentriert, ja, nicht nervös. Von Birne. Pardisien. Ich bin von Natur schon ein organisierter Mensch in mein Fach. Aber in die Küche, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Warum läuft der so viel, ey? Ich bin natürlich voll im Stress in diesen Stunden. Genügt eine Tüte für 48, 9. Ja, wir brauchen nur Crunch, ja. Gary. Hau rein. Ich habe auf jeden Fall versucht, Gary zu führen. Wenn man weiß, okay, jetzt wird er nervös, muss ich mich ein bisschen runterholen. Separat? Zur Haut rein, ja. Na, separat? Nein, zur Haut. Wo liegt Recht der Ofen? Hier, ja. Rein. Gary braucht es, glaube ich, wirklich ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Das war cool. Ein bisschen butteriger. Ein bisschen dran. Sollen wir da irgendwas? Gib mal ein bisschen Limette dran. Bisschen was. Saft oder Abrieb? Bisschen Säure. Was mit ein bisschen Parmesan? Geriebene Parmesan. Die Idee habe ich mal von Frank gehabt. Der hat das zwischendurch auch mal gemacht. Im Prinzip war das jetzt ganz genauso. Und das war genial. Das war super lecker. Ich verfolge halt diese Franks Geschmacksarchitektur hier zu befolgen. Einfach mit einem knusprigen Element, mit einem sauren Element, Bacon gibt nochmal so eine gewisse Deftigkeit rein. Das ist so ein Umami-Ding irgendwie so ein bisschen. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach so den Speck gemacht habe, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Ja, vielleicht auch ein bisschen. Hampelmann. Du brauchst zwei, ne? Wie viel Perlen? Zwei, Bro? Ja, warum schmeißt du jetzt hier rein? Oh, Entschuldigung. Wir müssen elegant und sauber und schön arbeiten und den Geschmack auf eine andere Ebene bringen. Wer ist auf die blöde Idee mit den Kugeln gekommen, Gary? Der Roller. Ach so. Nee, ich zähle das jetzt nicht ab, ich mache jetzt pauschal einfach. Ich hoffe, es reicht. Ein so ein Ding da dran reicht, ne? Ja, einer reicht. Also, das sind ja schon 80 Stück. Das reicht auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das war ein großer Vorteil, so eine Menge ziemlich genau abschätzen zu können. Bei den Rosenkohlblättern war ich mir erst nicht ganz so sicher, die der Mann da gemacht hat. 32, 34, 36, 38, 40.
knapp 44. Knapp. Nein. Reicht nicht, ne? Ja, mach schon. Ruhig, ruhig, kann ich. Da zählt man bitte durch. Einfach mit dem Löffel rüber. Das ist ja überhaupt kein Problem. Man hilft ja, wo man kann. Es war eh schon so schwierig, einfach nur da zu sitzen und zuzuschauen. Sehr lieb von ihr. Das war wirklich Teamwork auch. Wie viel haben wir? Es haben jetzt schon über 90 pro Löffel zwei reichen. Super, ja. Hammer. Gut, perfekt. Mike, 16 Minuten haben wir noch Zeit, ne? Nee, gar nicht wahr. Entschuldigung. 26. Mach mich nicht bekloppt. Ich bin schon voll Brei in der Birne, ey. Läuft, wir haben noch genug Zeit. Nicht aufregen, cool bleiben. Wir machen jetzt den Löffel fertig, Gary. Ja, ja. Bitte. Ich bin fertig. Ja, schön. Dann richt da einen an. Ey. Ja, warte. Wir standen sehr gut da, weil der Jörg ist sehr gut. Er hat alles unter Kontrolle. Dann magst du deine Soße, ja? Aber. Ja, ja, reicht. Das ist so die Erfahrung, die so ein Koch wie Jörg hat dann. Und dann ein Zwiebeln und ein Horch und das. Aber nur eine Schleife. Ja? Ja, probier! Ja. Oh, und? Wow. Ja. Warte, wir müssen da auch noch. Wir bald, ey. Oh, mein Gott. Für mich ist das der geilste Löffel, ja, absolut. Wir machen uns einen Probelöffel, Mann. Ja. Wir hatten nicht ganz so viele Sachen herzurichten. Wenn so ein Ding dran, ein bisschen von der Jus. Und hatten dann im Endeffekt tatsächlich echt noch Zeit, einen kompletten Löffel mal zu probieren. Aber wir müssen eigentlich zwei Löffel haben, wir teilen uns den. Mach, hau rein. Du die erste. Hau rein, hau rein, hau rein, probier. 23 noch, Mike. Geil. Ist das gut? Hm? Ehrlich? Die Säure stimmt. Semi, probier du den Löffel doch einmal. Ja, du musst ihn probieren. Er kann ja nicht 44 Löffel anrichten. Und dann weiß er nicht einmal, was er rausgibt. Also er muss schon selbst probieren. Gehört einfach dazu. Das steht geil, Alter. Geil, ne? Okay, alles gut. Das war mega lecker. Sehr geil. Ich fange schon mal mit dem Püree bei den Löffeln an. Ja. Okay, fertig, reicht. Wir machen jetzt voll. Wenn er weiß, wer da neben dir steht, dann funktioniert das. Sollte es eigentlich optimalerweise so funktionieren, dass man gar nicht viel miteinander sprechen muss. Eine komplette neue Erfahrung für mich, um in so kurzer Zeit 44 Löffel anzurichten. Da fangst du an, Gedanken bei dich selbst zu machen. Alles gut. Da ist dann wieder der Jörg da und der gibt mir so ein bisschen Vertrauen. Wir werden es schaffen, wir werden es schaffen. Ja, das ist echt eine Überraschung gewesen hier mit den 44.000 Löffeln hier, ey. Aber gut, ich habe einen guten Mann an meiner Seite und ich mache mir da keine Sorgen, dass wir das hier ordentlich hinkriegen. Ich glaube, auf Mike kann man sich blind verlassen. Hatte das mit dem Fleisch da voll unter Kontrolle, ist alles gut. Ich würde sagen, du gehst gleich mit Fleisch vor, ich mache Crunch fertig. Okay. Ja? Ja, aber nee, ich muss schneiden, du legst drauf. Unser Löffel schaut geil aus. Ja, aber unser schmeckt, Herr Kollege. Ich war ja noch nie fertig. Nee. Aber mein Löffel bringt dich in andere Regionen. Höhere. Ja. Was fehlt denn da noch? Jus und Fleisch, ne? Genau. Und den Chip. Und den Chip machen wir noch rein. Die Leistung muss jetzt stimmen, ne? Wenn man weiß, es läuft auf der anderen Seite, dann kann man sich doch voll auf seine eigenen Sachen konzentrieren. Na super. Zwischendurch mal kurz, ne, abstimmen, wie, was, wo, wer. Soll ich mal auflegen? Ja, klar, auf jeden Fall. Nehm ich schon mal mit, mach mir einen neuen Teller. Und fertig. Das macht halt ein Profikoch aus. 8 Minuten, ne, ja. Ja, nicht langsamer werden. Es sind immer noch viele Löffel. Ja, es lief wie ein ICE.
zu groß. Ja? Das macht einen zwischendurch dann doch ganz kurz mal kirre. Schräg drauflegen. Man versucht dann einfach nur noch irgendwie alle Löffel irgendwie geil aussehen zu lassen und überall gleiche Verteilung drauf. Soll ich durchschneiden? Ja, Sammy? Schneid mal lieber durch. Gerade weil wir nicht wussten, welches Tablett jetzt zu den Coaches hochgeht, war es für uns jetzt echt umso wichtiger, dass alle Löffel gleich geil sind. 1,30. Mhm. Das ist kein Spiel, es ist Kampf natürlich. Und du musst wirklich die Fokus auf deine Arbeit behalten. Letzte Minute! Ich soll die Nummer 9 schicken. Ich lass da nicht fallen, ne? Das passt. Ich meine, wenn wir jetzt verkacken, dann haben wir wenigstens einen geilen Löffel. Scheiß drauf. Mein Löffel ist fertig. Es gibt ein bisschen von mich selbst, ein bisschen von Deutschland und sehr viel von Herr Tretter. Ich bin sehr stolz, dass ich so einen Löffel an ihm präsentieren kann. Das ist eure Pflaumensoße. Ja. Und wir haben unten so eine Art Fondue mit Ente, oben eine Pflaumensoße rein. Bah! Wow, toll sieht der aus. Boah! Das ist schwer. Das wird schwierig. Ja. Von Team Blau der Löffel, von Semi und Mike, der hat mir auf jeden Fall besser geschmeckt. Der ist halt kräftiger gekocht. Ich sag jetzt mal deutscher gekocht wahrscheinlich, einfach klassische Schü. Semi kommt drin und dann bleibt's da. Beim Gary passiert mehr für mich. Er ist super abgestimmt, abgerundet. Also es ist wirklich, jeder Geschmack ist dabei. Ich hoffe, dass Gary gewinnt. Der Trophy natürlich. Kommt einfach darauf an, was man lieber mag, denke ich. Beide toll, beide lecker. Taste 2018 ist für mich wirklich die ungewöhnlichste Reise in all den Staffeln, die ich schon mitmachen durfte, gewesen. Für mich leider die enttäuschendste Reise und für meine Kandidaten. Ich bin jetzt zum sechsten Mal hier und war noch nie in dieser Situation. Und allein zu denken, du könntest jetzt Likes the Taste gewinnen. So von meinem Herzen heraus würde ich es ihm einfach auch gönnen. Ja, aber es geht nicht um ihn, es geht auch nicht um Roland oder um Conny und mich, sondern es geht um den Kandidaten. Die Spannung, die steigt und die steigt. Ja, du bist einfach nur voll aufgeregt in dem Fahrstuhl. Einfach nur auf 180. Ehrlich, das ist unglaublich. Ganz ehrlich, mag vielleicht schräg sein, aber der Beste soll gewinnen und nicht einer von Team Grün soll gewinnen. In dem Fall muss der Beste The Taste gewinnen. Gary hat 2 Sterne erkocht während The Taste und Semi nicht. Das heißt, falls es ein Unentschieden geben würde, hätte Gary dann gewonnen, weil er dann mit 2 Sternen Vorsprung Erster wäre. 9 Wochen lang. Erst haben wir die Kandidaten gesucht, anschließend haben wir mit ihnen im Teamkochen und Solokochen die einzelnen Runden überstanden. Und jetzt ist das große Finale endlich soweit, dass die 2 Besten von 2018 ihre Löffel abgegeben haben. Her mit dem ersten Löffel. Hoffentlich ist es klar. Hoffentlich bekommst du 2 Löffel, wo einer einfach um einiges besser ist wie der andere. Ich hoffe, dass keiner einen Aussetzer hat. Ich möchte es auch lieber schwieriger.
auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Boah, hey, wenn 44 Löffel so anrichtest, ja, ja, dann bist. Was ist das, ein Flanksteak? Nee. Da müsste mehr gebraten sein. Ist das eine Ente? Eine Ente, Ente, ja. Ente, ja, würde ich auch sagen. Genau. Würde ich auch sagen. Ente gebraten, dann zusammengerollt. Dann ist das wahrscheinlich. Könnte Birne sein oder. Sehr geil, das riecht sensationell. Sehr schöner Glöffel. Ich bin auch gespannt, was in dieser Ente drin ist, weil das wirkt auch, wenn das gefüllt wäre. Gurke nicht, oder? Hm? Barbie? Gurke. Ja, ist natürlich sowas Gurkiges. Ich glaube, ich bin am Bohr. Nein. Schmeckt aber nach Gurke ein bisschen, ne? Ja, ich glaube, Gurke, da bin ich am Bohr. Ich konnte überhaupt noch nicht sagen, ob das ein Löffel ist, der vom Semi kommt, vom Gary kommt. Also wirklich keine Ahnung. Die Ente war schon sehr schön gebraten. Ja. Ja. Ein ausbalancierter Löffel. Ja. Ja, und das, wenn der Alexander so etwas sagt, er ist ein sehr kritischer Coach. So, gut, war zufrieden. Ja, er hat echt viel positives Lob gekriegt, wo ich mir dachte, scheiße, ey. Hat etwas Säure gefehlt? Ich fand es jetzt nicht, dass da Säure also fehlte. Man hat es nicht vermisst, ein ganz, ne? Bisschen Salz. Ja. Schöner Löffel, also ja, das kann man auf alle Fälle ja sagen. Ja, hätte man nie gedacht, dass da so eine Qualität kommt. Ja, Finale 2018, 44 Löffel mussten die Kandidaten, die zwei, die noch übrig sind, heute zubereiten. Und der erste war schon sehr gelungen und jetzt sind wir gespannt, was der zweite bringt. So, bitteschön. Bei Weitem nicht so schön angerichtet wie der erste. Da ist wieder Topinambur. Ja. Das ist Pilz. Hier, Pilz ist das. Guck mal, hier. Hey. Was ist denn? Ist der zu roh oder was? Nee, das ist von der anderen Seite ganz durchgebraten. Ja, das war halt der Anschnitt. Ein Endstück. Jeder weiß doch, dass man beim Brot die Kappe oder beim Fleisch das Endstück nicht nimmt. Das weiß jeder. Das ist ein Gesetz. Ich weiß nicht, das ist so langsam, kriege ich ein bisschen Panik. Panik, weil das zu entscheiden, glaube ich, sehr schwer. Aber wie lustig, dass die zweimal Topinambur machen. Ja. Oder? Also die Löffel sind sich sehr ähnlich. Ja. Hätte jetzt mit Fisch machen können. Da sind roundabout 1000 verschiedene Lebensmittel und sie machen beide Topinambur. Ist so unglaublich, oder? Vielleicht haben sie sich zusammengetan und haben zu viert gekocht. Was mir sofort aufgefallen ist, als ich den Löffel im Mund genommen habe, dass so eine sehr saubere, sehr aromatische, das ist keine richtige Schü, das war wie auch so eine Mischung aus Schü und Pilzsaft, so über die Zunge gelaufen ist. Also das war wirklich, du nimmst den Mund und es läuft so vorbei und du sagst gleich, ah, es hat sofort ein Fenster geöffnet. Ich finde, das war fast so ein bisschen, als wenn da ganz kleiner Tropfen Soja mit drin gewesen wäre, was ist noch so komplett rund gemacht hat. Genau die Säure, die man brauchte. Och, mein Gott. Schönen Biss. Oh Gott. Ja. Ich kann jetzt gar nichts mehr sagen. Ja, sie sind so gleich auf. Ja. Ja. Einfach nur noch raus. Jetzt Entscheidung und dann fertig. Was der eine nicht hat, hat der andere. Und was der andere nicht hat, hat der andere. Ja. Mhm. Und weißt du was? Also, du weißt nichts. Du kochst jetzt 9 Wochen lang, ja, mit Kandidaten und wir wissen nichts. Ja, weil sie jetzt auch nicht alleine gekocht haben, sondern durch den Schachzug des Adjutanten haben sich die Löffel einfach auch noch mal einen Ticken, ich möchte nicht sagen weiterentwickelt, sondern einen anderen Twist gekriegt. Also wenn jetzt Semi gegen
Gary gekocht hätte, dann hätten wir hundertprozentig erkannt, wer was gekocht hat. Aber durch den, dass der zweite Koch dazu kam, wusstest du nichts mehr. Ja. Für mich ist es jetzt nur wichtig, dass ich dem besten Löffel den goldenen Stern gebe. Ob den Semi oder Gary kriegt, es war der beste Löffel. Und das ist für mich wichtig. Jetzt geht es darum, dass jeder für sich den Löffel nominiert, an dem er später dann den goldenen Stern gibt. Also, gehen wir kurz in uns und dann schauen wir mal. Leck mich mal. Ich biss mich gleich an. Das Niveau war sensationell. Es war wirklich richtig gut. Die Luft war zum Schneiden. Es war wirklich eine Anspannung, die war unvorstellbar. Ich bin soweit. Ich weiß auch. Ich weiß es auch. Ich weiß es jetzt. Uff. Hallo, liebe Jury. Ihr habt eure Sterne eingeloggt. Nun wollen wir wissen, wer der Sieger von The Taste 2018 ist. Hier sind Semi und Gary. Und da stehen sie dann, die Richter und richten. Jetzt wird spannend. Liebe Jury, bitte vergebt eure Sterne. Also, meine Herren, Chapeau, vielen herzlichen Dank, dass wir über die Wochen hinweg euch erleben durften und vor allem jetzt euer Highlight. Und es gibt auch von meiner Seite nicht nur den Applaus, sondern den einen goldenen Stern. Und der geht an diesen Löffel bzw. Koch. Goldenen Stern. Okay, cool. Fängt gut an. Hoffentlich geht das so weiter. Zwei super Löffel. Letztendlich war die Gurke stärker wie der Rosenkohl. Gary, du bekommst den zweiten goldenen Stern. Es steht 1:1. Es war ein gutes Gefühl, dass der Roland mich einen goldenen Stern gegeben hat, ja, absolut. Dann war es 50-50 jetzt. Ausgeglichen. Und da wusste ich, okay, jetzt brauche ich die anderen beiden auch, sonst kannst du nach Hause fahren. Ihr habt es richtig spannend gemacht. Das muss man einfach mal sagen. Das ist unglaublich, weil ihr auch so viel Ähnlichkeit hattet in den Löffeln. Einer hat mir ein bisschen besser gefallen, weil genau da das da war, was mir bei dem anderen gefehlt hat. Wäre mir schon lieber, wenn die Sterne dann über Gary aufleuchten und nicht über Semi. Semi, du bekommst den zweiten goldenen Stern. Boah, nee, ey, das kann doch nicht wahr sein. Frank Rosin, mein eigener Coach, ist jetzt wirklich das Zünglein an der Waage. Ich hab verloren. Es steht 2:1 für Semi. Das heißt, der nächste Stern entscheidet definitiv. Alles hängt jetzt von dir ab, Frack. Ja, 2:1 ist noch kein Drama. 3:1 wird ein Drama. 2:2 bedeutet Sieg Gary, weil er einfach die zwei Sterne auf der Brust trägt. 9 Wochen haben wir euch gezeigt, was es ausmacht, einen Löffel zu kochen. Heute habt ihr uns das gezeigt. Ich habe mich für den Löffel entschieden, den ich auch in meinem Restaurant geschickt hätte. Und dieser Löffel bekommt nicht nur meinen goldenen Stern, sondern gewinnt auch dieses Jahr The Taste.
schon wieder nicht gewonnen. Weil ich hatte schon in meinem Kopf, dass der Semi gewinnen würde. Und dann war ich der Gewinner. Und dein eigener Coach steht hier im Wege wieder. Dass du das Zünglein bist, Alter. Was für eine Reise, oder? Gary, komm zu mir, du kriegst deine Preise. Gary. Dieses Buch ist ab morgen überall im Handel erhältlich. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich bin der Gewinner von der TES 2018. Oh mein Gott, was ein Gefühl. Deine 50.000 Euro, Gary! Coach, komm dazu! Und hier ist euer Pokal, den ihr euch natürlich teilt. Ja. Herzlichen Glückwunsch den beiden Gewinnern! Was für ein Finale! Die größte Kochshow Deutschlands hat 2018 ihren Sieger gefunden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie geschmackvoll. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, tschüss.